ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska. Guten Abend. Es ist eine verkehrte Welt. Der Mann, der die Grenzen der Demokratie jeden Tag neu ausreizt, der allein in den vergangenen zwei Wochen seit dem Putsch Tausende in der Türkei ins Gefängnis schickte, der seine Gegner, die Erklärten, aber auch die Angeblichen aus dem Weg räumen lässt. Dieser Mann wirft Deutschland und anderen westlichen Staaten vor, sie würden die Meinungsfreiheit einschränken. Die Türken dürften in Deutschland nicht demonstrieren. Teilweise sei es ihnen sogar verboten, so Erdogan, die türkische Flagge zu hissen. Das ist die recht exklusive Sicht des türkischen Präsidenten, der, als sei das noch nicht provokant genug, nun auch noch seinen Sportminister morgen nach Köln auf die Bühne schickt, wenn bis zu 30.000 Menschen für Erdogan demonstrieren wollen. Und wenn das Bundesverfassungsgericht vor gut einer halben Stunde nicht anders entschieden hätte, dann hätte morgen wohl sogar der Präsident selbst in Köln zu seinen Anhängern gesprochen, übergroß auf einer Videowand. Demian von Osten. Köln, die Hochburg der türkeistämmigen Gemeinschaft in Deutschland. Viele große Verbände haben hier ihren Sitz. Viele Deutsch-Türken leben hier. Erdogan-Fans auf den Straßen zu finden, ist nicht schwer. Wir leben hier und trotzdem, wir lieben Deutschland, aber er ist auch unser Präsident und es ist auch unser Land. Und es ist auch unser Recht, dass wir auch demonstrieren. Das ist die Freiheit, das steht im Grundgesetz. Wo heute noch Hochzeitsfotos entstehen, werden morgen türkische Fahnen wehen. Die Deutzer Werft, der Ort der Demonstration. 30.000 Erdogan-Anhänger erwartet die Polizei. 2.700 Polizisten werden im Einsatz sein. Über Nacht haben unbekannte Beleidigungen in Richtung Erdogan und seiner Partei AKP an die Mauern geschmiert. Auf der anderen Rheinseite demonstrieren schon heute Erdogan-Gegner, linke Gruppen, die die Erdogan-Demo morgen ablehnen. Die Erdogan-Regierung, die unterdrückt fortschrittliche Menschen, Parteien, Presse vor allem. Ne? Und deshalb bin ich dagegen. Brisant für die Polizei ist morgen vor allem die räumliche Nähe der Demos. Gegenüber der Erdogan-Demonstration treffen sich überwiegend linke Gegendemonstranten. Und ein Gericht hat den Demonstrationszug einer rechtsextremen Partei erlaubt. Der sollte ursprünglich direkt an den beiden anderen vorbeiführen. Die Polizei bekommt 400 zusätzliche Polizisten. Sodass wir dann auf eine Gesamtstärke von über 2.700 Polizeibeamtinnen und Beamten kommen. Damit wird es möglich sein, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Und danach gibt es keine Gründe, die für ein Verbot der Veranstaltung sprechen. So könne nun doch die geplante Anreise des türkischen Sportministers von der Polizei gesichert werden. Das Bundesverfassungsgericht hat aber endgültig entschieden, dass auf einer Videoleinwand keine Reden aus der Türkei übertragen werden dürfen, etwa von Staatspräsident Erdogan. Die Sorge um gewalttätige Auseinandersetzungen ist auch in der Politik da. Außenminister Steinmeier schreibt, innenpolitische Spannungen aus der Türkei zu uns nach Deutschland zu tragen und Menschen mit anderen politischen Überzeugungen einzuschüchtern, das geht nicht. Dafür gibt es in Deutschland keinen Platz und das werden wir auch nicht zulassen. Erdogan selbst erhebt wegen des Streits um die Kölner Demo scharfe Vorwürfe gegen Deutschland. Unter anderem Deutschland erlaubt es seinen Bürgern nicht, dass sie da demonstrieren. Sie gehen sogar so weit, dass es verboten ist, türkische Fahnen draußen am Fenster zu hissen. So demokratisch sind sie. Anspannung auf allen Seiten. Dabei wünschen sich die allermeisten einfach nur einen friedlichen Demosonntag in Köln. Tja, fragen wir Michael Schramm in Istanbul. Seit gut einer halben Stunde wissen wir, Erdogan wird morgen nicht per Videoübertragung in Köln sprechen. Aber warum wollte er das überhaupt? Warum will er in Deutschland so prominent in Erscheinung treten? Die Türkei selbst ist seit zwei Wochen eine Art Mobilisierungsrausch. Man kann es nicht anders sagen. Die Anhänger der islamisch-konservativen AKP-Regierung und von Präsident Erdogan sammeln sich jeden Abend auf den großen Plätzen des Landes. Es ist Feierstimmung und die Regierung tut alles, um diese Mobilisierung am Laufen zu halten. Und diese Mobilisierungswelle würde man ganz gerne auch nach Deutschland schwappen lassen, weil diese Zustimmung natürlich gefällt. Und auch in Deutschland zu zeigen, man ist stark, man muss sich durch nichts aufhalten lassen. Erdogan sagte ja sogar gestern, wir haben es gerade gehört, in Deutschland sei das Demonstrationsrecht eingeschränkt und es gäbe Defizite bei der Meinungsfreiheit. Das sagt er doch wieder besseres Wissen.
Das weiß ich nicht, ob das wieder besseres Wissen sagt. Das kann natürlich er selbst nur im Grunde sagen. Aber Tatsache ist, es gibt ihm Gelegenheit, Vorwürfe an die deutsche Adresse zu richten. Und das hat natürlich vielleicht auch damit zu tun, dass in der Vergangenheit sehr, sehr viele Vorwürfe aus Deutschland an die Adresse der türkischen Regierung gegeben hat. Und jetzt kann man den Spieß sozusagen mal umdrehen und er kann sagen, sieht an, auch bei euch ist es mit Demokratierechten nicht ganz so gut bestellt. Wie weit das nun wirklich seine Meinung ist, das kann nur Präsident Erdogan selbst beurteilen. In den Tagesthemen hat sich der Ministerpräsident von Baden-Württemberg gestern sehr zornig gezeigt, ob der türkischen Forderung, Mitarbeiter von bestimmten Institutionen in die Türkei auszuliefern. Und auch der Außenminister mahnt heute, er werde nicht zulassen, dass Menschen mit anderen politischen Überzeugungen in Deutschland eingeschüchtert werden. Erreicht das Erdogan überhaupt? Ich fürchte, nein. Also es gibt eben, wie gesagt, hier diese große Mobilisierungsstimmung und tatsächlich diese Gülenbewegung, die will man wirklich mit Stumpf und Stiel in diesem Land hier ausrotten. Und das wird man weiter betreiben und man hofft natürlich hier auf Unterstützung auch im Ausland. Wohl wissen, dass man sie wahrscheinlich in der Form rein rechtlich gar nicht bekommen kann, aber das wird hier kaum durchdringen, fürchte ich. Vielen Dank, Michael Schramm nach Istanbul. In Deutschland hat sich Bayerns Ministerpräsident Seehofer beim Thema Flüchtlingspolitik erneut von Bundeskanzlerin Merkel distanziert. Damit beginnen die Nachrichten mit Thorsten Schröder. Seehofer kritisierte nach einer Klausurtagung der bayerischen Landesregierung insbesondere Merkels Satz »Wir schaffen das«. Der CSU-Politiker reagierte damit auf die Sommerpressekonferenz der Kanzlerin vom Donnerstag. Merkel hatte dabei ihre Flüchtlingspolitik verteidigt, auch im Hinblick auf die jüngsten islamistischen Anschläge in Bayern. Die bayerische Landesregierung beschloss auf der Klausurtagung ein neues Sicherheitskonzept. Eigentlich ist heute ein bayerischer Bilderbuchtag am Tegernsee. Nur nach schönem Wetter ist dem bayerischen Ministerpräsidenten nicht. Die Miene von Horst Seehofer finster. Er wolle keinen Streit mit Berlin und der Kanzlerin, distanziert sich dann aber im selben Atemzug scharf von Angela Merkels Motto in der Flüchtlingskrise. Ich will zu dem oft zitierten Satz, wir schaffen das, eine persönliche Meinung von mir wiedergeben. Ich kann mir diesen Satz auch beim besten Willen nicht zu eigen machen. Seehofer argumentiert sogar mit seinem Amtseid. Ein starker Staat sei für ihn Motto wie Verpflichtung. Und deswegen wolle er weiter eine Begrenzung der Flüchtlingsströme. Die Begrenzung der Zuwanderer ist eine Voraussetzung für die Sicherheit im Lande, ist eine Voraussetzung für die Integration derer, die ein berechtigtes Schutzbedürfnis haben. Bayerns Sicherheitskonzept mit der Aufstockung der Polizei um 2000 Stellen nannte Seehofer das umfassendste und tiefste, das bisher in der Bundesrepublik beschlossen wurde. Europas Banken haben beim jüngsten Stresstest insgesamt besser abgeschnitten als noch vor 2 Jahren. Nach Untersuchungen der EU-Bankenaufsicht EBA haben sie ihr Eigenkapital deutlich aufgestockt. Insgesamt wurde bei 51 großen Geldinstituten analysiert, wie sie auf eine schwere Wirtschaftskrise vorbereitet sind. In Deutschland schnitten am schlechtesten die Deutsche Bank und die Commerzbank ab. Die Lage der Zivilbevölkerung im umkämpften syrischen Aleppo ist weiter schwierig. Staatsmedien berichten, einige Bewohner hätten den Osten der Stadt über einen Fluchtkorridor der syrischen Armee verlassen. Eine unabhängige Bestätigung dafür gibt es nicht. Vor knapp 2 Wochen hatten regierungstreue Truppen Teile Aleppos, die von Rebellen gehalten werden, von der Außenwelt abgeriegelt. Etwa 250.000 Menschen fürchten, dass sich die schlechte Versorgungslage noch weiter zuspitzt. In der armenischen Hauptstadt Erivan bleibt die Lage angespannt. Die Polizei hatte in der Nacht Proteste von Regierungsgegnern gewaltsam aufgelöst. Dabei wurden zahlreiche Menschen verletzt. Die Demonstranten wollten ihre Solidarität mit Oppositionellen zeigen, die in einer Polizeistation Geiseln festhalten. Russischen Medien zufolge soll ein Polizist erschossen worden sein. Ziel der Geiselnehmer ist, einen inhaftierten Regierungsgegner freizupressen. Die Opposition fordert außerdem den Rücktritt der Regierung. Bei all den Schreckensmeldungen, die uns nun seit Jahren aus Afghanistan erreichen, geht oftmals unter, wie schön dieses Land eigentlich ist. Und doch auch in dieser grandiosen Berglandschaft verstecken sich Tod und Terror. Vor allem der Osten gilt als Einfallstor des sogenannten Islamischen Staates nach Afghanistan. Seit die internationalen Streitkräfte dort ihre Präsenz deutlich verringert haben, versucht der IS, mehr Einfluss im Land zu gewinnen. Die radikalen Islamisten rekrutieren Kämpfer
auch aus den Mordmilizen der Taliban und schüchtern die Bevölkerung mit brutaler Gewalt ein. Zuletzt mit dem verheerenden Selbstmordanschlag heute vor einer Woche in Kabul. Wie stark der IS bereits in Afghanistan ist, das hat Gabor Halles recherchiert. Sie kämpfen gegen die Terroristen vom selbsternannten Islamischen Staat. Die afghanische Armee will Erfolge vorweisen. Sie behauptet, mehr als 250 IS-Kämpfer getötet zu haben. Prüfen lässt sich das nicht. Afghanische Journalisten konnten nun mit der Armee in die befreiten Gebiete reisen. Ihre Bilder zeigen, wie sehr sich der IS festgesetzt hatte. Wir haben in der Hölle gelebt, wie in einem Käfig, ständig beobachtet. Wann immer sie wollten, haben sie Menschen getötet. Vor 2 Jahren kam der IS nach Afghanistan. Er soll bis zu 3000 Kämpfer zählen. Viele kamen aus Pakistan, die Grenze ist offen. Die meisten liefen von den Taliban über. Sie schufen eine Art eigenen Staat mit Koranschulen, einem Radiosender. Sie haben ihre Flaggen verteilt, die Menschen belogen und beeinflusst, sogar die Jugendlichen. Sie hatten eigene Gerichte, sie haben ihre Kämpfer hier rekrutiert. 2 schickten sie nach Kabul, hier verübte der IS den tödlichsten Anschlag seit dem Sturz der Taliban-Regierung 2001. 2 Attentäter sprengten sich inmitten einer Demonstration in die Luft, mehr als 80 Menschen starben. Einer davon ist Navid. Er war 23. Sein Vater fühlt sich von der Politik nicht ausreichend beschützt. Die Familie gehört zu den Hazara, das sind schiitische Muslime, eine Minderheit. In den Augen des sunnitischen IS Ungläubige, Ziel der Terroristen ist es wohl, das Land zu spalten. Ich finde, die Regierung trägt die Verantwortung, denn es gab Warnungen, dass etwas passieren kann, aber sie haben einfach nichts unternommen. Jetzt weinen und beten sie auf den Friedhöfen. Viele glauben, Armee und Polizei können nicht für Sicherheit sorgen. 5.600 Zivilisten wurden im ersten Halbjahr verletzt oder getötet, sagen die Vereinten Nationen. Die Taliban bedrohen das Land und mit dem IS droht neue Gewalt gerade gegen Zivilisten. Für den Friedensprozess, der notwendig ist, um afghanische Akteure an einen Tisch zu bringen, um eine nachhaltige, friedliche politische Lösung für dieses Land zu finden, heißt es überhaupt nichts Gutes. Weswegen wir natürlich mit Sorge auf diesen Anschlag und auf alles, was danach kommt, schauen. Mit der jüngsten Offensive konnte die Armee den IS etwas zurückdrängen. Die Frage bleibt, für wie lange, denn Afghanistan hat viele Fronten. Es war nicht nur eines, es war eine ganze Serie von Erdbeben, die Ende April vergangenen Jahres Nepal zu großen Teilen buchstäblich in Schutt und Asche legte. Mehr als 800.000 Häuser stürzten ein, fast 9.000 Menschen starben. Selbst die Ältesten des kleinen Landes im Himalaya konnten sich nicht an eine Katastrophe von ähnlicher Wucht erinnern. Zurück blieben Trauer und Trümmer. Und wie so oft, wenn Menschen von überaus großem Leid getroffen werden, nutzen skrupellose Scharlatane ihre Lage unbarmherzig aus. Menschenhändler, die verzweifelten Familien, die Kinder wegnehmen. Eine besonders perfide dieser Geschichten erzählt uns heute am Internationalen Tag gegen den Menschenhandel unser Reporter Marco Spieker aus Nepal. Auch beim Spiel auf dem Schulhof muss Nima immer wieder daran denken, was eigene Verwandte mit ihr vorhatten, sie in die Prostitution zu verkaufen. Ganz normal ist das Leben der 15-Jährigen immer noch nicht. Nach der Schule geht sie nicht nach Hause, sondern in ein Heim für Teenager-Mädchen, die ebenfalls gerettet werden konnten vor Menschenhändlern. Bei Nima ist das ein Jahr her. Mein Bruder und meine Schwester waren in dem Erdbeben umgekommen und meine Eltern wussten nicht mehr weiter. Da kam eine Großtante aus Indien und versprach, mir dort einen guten Job zu verschaffen. Bilder aus Nimas Dorf, wenige Tage nach dem Erdbeben im April 2015. Kaum ein Stein war auf dem anderen geblieben. Von hier brachte die Großtante sie in einem solchen Bus an die Grenze zu Indien. Dort konnte Nima von Mitarbeitern einer Hilfsorganisation gewarnt und aus dem Bus geholt werden. Die Großtante verschwand. Und Nima kam in dem Heim unter. Nach Hause traute sie sich allenfalls am Wochenende, auch wenn die Eltern sie nun besser schützen wollen. Kürzlich war ich wieder dort. Ich habe gehört, dass einige meiner Freundinnen verschwunden sind. Von ihnen fehlt jede Spur. Bestimmt sind sie Menschenhändlern gefolgt.
Genau wie die anderen Mädchen hier, die nun aber immun gemacht werden sollen gegen falsche Jobversprechungen durch ein Berufstraining. Jedes Jahr gehen Zehntausende den Menschenhändlern in die Falle. Viele landen in Rotlichtvierteln, wie hier in Kalkutta. Hellhäutige Mädchen sind gefragt, die Bordelle zahlen für sie bis zu 1.000 Euro. Anschließend werden sie von Dutzenden Freiern pro Tag missbraucht, berichtet der Leiter der Hilfsorganisation, die das Heim betreibt. Meistens werden sie ins Sexgewerbe verkauft, landen in Nachtclubs oder Massagesalons, und zwar in vielen Ländern, vor allem der Dritten Welt, längst nicht nur in Indien. Was die Mädchen dazu bringt, die Gefahren zu ignorieren, ist die Armut. Der Durchschnittslohn in Nepal knapp über 1.000 Euro im Jahr. Da bleiben die Maßnahmen der Regierung gegen Menschenhandel wirkungslos. Die Armut ist bei uns nun mal der wichtigste Grund für den Erfolg der Menschenhändler. Das wirksamste Mittel dagegen wären Arbeitsplätze, und davon gibt es eben nicht genug. Nicht weit weg von Nimas Heim liegt diese Tempellandschaft, immer noch ein Trümmerfeld und symptomatisch dafür, dass die Erdbebenhilfen nicht bei den Menschen angekommen sind. Nima hofft, dass sich die Lage gebessert hat, wenn sie in 3 Jahren mit der Schule fertig ist. Eigentlich wollte ich Polizistin werden, um selbst den Menschenhandel zu bekämpfen, aber dann habe ich mich umentschieden, ich will Ärztin werden. Und sie will wachsam bleiben. Sie hat von einer neuen Masche der Menschenhändler gehört. Die locken mit Stipendien für ausländische Universitäten. Zumindest bei Nima werden sie damit keinen Erfolg haben. Zum Schluss schauen wir nach Moskau. So sieht's dort aus, wenn der russische Präsident Putin abends aus dem Kreml nach Hause fährt. Eine 8-spurige Straße wird gesperrt und alle, bis auf den Chef natürlich, stehen im Stau. Und so sieht es aus, wenn Putin auf Staatsbesuch ist, heute in Slowenien. Deswegen wurde dort mal eben der Karawankentunnel an der Grenze zu Österreich gesperrt. Kilometerlange Staus waren die Folge. Und die gab es auch bei uns, weil nämlich ganz Deutschland seit gestern Sommerferien hat. Tja, bleibt nur zu hoffen, Claudia Kleinert, dass sich die Strapazen lohnen. Und egal, wo die Reise hingeht, dort es auch Sommerwetter gibt. Ja, Karin, also wenn man sich so richtig stabiles Sommerwetter mit viel Sonne, hohen Temperaturen wünscht, dann muss man Deutschland im Moment wirklich verlassen, weil hier ist das die nächsten Tage nicht der Fall. Westliches, zentrales Mittelmeer, da geht das, da wird es zumindest stabil sein und da ist es auch richtig heiß. Bei uns dagegen heute zwar heiß, aber darauf folgen ja wie üblich immer Schauer und Gewitter. Und die gab es dann heute im Laufe des Nachmittagsabends auch, und zwar aus südlichen Richtungen. Hier im Norden liegt eine Kaltfront, da regnet es zumindest ab und zu mal. Ist nicht allzu viel passiert, aber einzelne kräftige Schauer waren auch dort dabei. Im Süden aber, da wird es in der Nacht und auch morgen zum Teil heftige Schauer und Gewitter geben. Zum Teil sind 10 bis 30 Liter pro Quadratmeter bis morgen Abend möglich. Vereinzelt auch an die 50 Liter oder sogar darüber. Das heißt, es kann wieder zu Überschwemmungen und zu unwetterartigen Schauern und Gewittern kommen. Von Nordrhein-Westfalen rüber bis nach Berlin und Brandenburg auch 10 bis 30 Liter pro Quadratmeter. Sonst sind einzelne Schauer möglich, aber Sie sehen, so richtig trocken bleibt es kaum. Das heißt, schon in der Nacht zum Teil kräftige Regengüsse mit Blitz und Donner in Baden-Württemberg und Bayern. Dann im äußersten Nordwesten auch leichter Regen, über der Mitte meist trocken. Und da sind auch häufiger die Sterne zu sehen. Die Temperaturen gehen bis morgen früh zurück auf 17 bis 13 Grad, 10 Grad in den Mittelgebirgen. Morgen Vormittag Sonnenschein zwar immer wieder zwischendurch, im Süden aber auch schon zum Teil sehr kräftige Schauer und Gewitter. Nach Norden hin, also von Nordrhein-Westfalen bis nach Rügen, viele Wolken, immer mal wieder ein bisschen nass. Im Laufe des Nachmittags lockert es hier auf, dann aber brodelt es direkt wieder, sodass sich auch dort Gewitter und Regengüsse zum Teil auch der kräftigeren Art entladen können. Und besonders stark werden die in Bayern sein und dann auch rauf bis zur Lausitz, denn dort wird es noch mal am wärmsten mit bis zu 27 Grad. Und wie gesagt, einzelne davon können Unwetterpotenzial haben. 19 bis 22 Grad im Nordwesten, im Südosten bis 27 Grad. Der Wind dazu meist schwach bis mäßig, er dreht im Norden auf Nordwest. Die nächsten Tage wechselhaft, wobei es am Montag nur im Norden und Westen ab und zu nass ist. Am Dienstag dann kräftiger Regen und so ein richtiger Regentag in Nordrhein-Westfalen. Kein tolles Ferienwetter. Vielen Dank, Claudia Kleinert. Hier geht es jetzt weiter mit dem Wort zum Sonntag. Und bevor der dann anbricht, dürfen Sie jetzt unter anderem Mehmet Scholl in der Sendung Inas Nacht erleben. Wir sehen uns morgen wieder zu den Tagesthemen, dann um 23.15 Uhr. Wir wünschen einen schönen Sonntag.